Hallöchen, Leute, ey. Willkommen zurück zu GTA Online. Na, ihr Schniepels? Na, du Pimmelkopf. Ja, wir wissen zwar noch nicht genau, was wir jetzt tun werden, aber ich vermute mal, irgendeine Mission wird es schon sein. Mhm. Mit Bang Bang und so. Mit Bang Bang. Ich werd direkt mal gucken, ey. Jobs hosten. Von Rockstar stellt. Oder von Rockstar verifiziert, mal gucken. Nee, da gibt's. Nee, nö, nö. Mission. Da. Nehmen wir einfach mal. Verfolgungsjagd? Nehmen wir mal die Mission, die kenne ich noch nicht. Nehmen wir mal die. Okay, nehmen wir mal die. So, wir können auch in dieser Folge wieder Fragen beantworten. Echt? Ja. Dann machen wir den noch, ne? Ich habe noch drei Fragen von der Anna Trattler und eine von Luna. Wer ist das denn? Blablabla, Tageszeit, Mittag. Radio ist eh egal, das ist sowieso aus bei mir. Munition für alle Waffen kaufen. Lad erstmal ein, ey. Ey. So, aus aktueller Sitzung. Danke, ey. Bitte, ey. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen, so ist gut. Munition für alle kaufen. Ja, wollo. Nicht genug Geld. Komm, siehst du, ich lese erstmal die erste Frage vor. Mhm. Worauf würdet ihr lieber verzichten? PC oder Fernseher? Fernseher. Bei mir ist es auch definitiv der Fernseher, obwohl es eigentlich eine fiese Frage ist. Weil den Fernseher brauche ich zum Aufnehmen von Xbox Games und den PC brauche ich zum Bearbeiten und Schneiden der Videos. Also eigentlich ist es fies. Aber wenn ich jetzt vom normalen Nutzen ausgehe, Fernseher zum Fernseher gucken und PC zum Zocken oder Internet, dann doch der Fernseher, weil ich gucke so selten Fernsehen. Fernseher ist scheiße. Wir benötigen mehr Spieler. Hm? Wir benötigen mehr Spieler. Hm. Mann. Zwei gegen zwei. Mhm. Das ist doch kacke, ey. Jetzt. Freunde, die GTA 5 spielen. Ich lade jetzt einfach mal ein. Mach das, ey. Gucken, ob irgendjemand beitritt. Sieht nicht so aus. Toxic Blood und Cinco LP eingeladen. Wah, wah, wah. Gucken, ob sie auch beitreten, ey. Ich glaube ja nicht, ey. Meinst du nicht? Dann mache ich die Spielersuche einfach auf offen. Wollen wir wirklich so lange warten? Jetzt tretet, Noah tritt bei. Ja, das ist ja schon mal klar. Der Junge tritt überall bei. Ja. Komm mal, was wolle. Ne, Noah? Wie lange noch du zum Beitreten brauchst, ne? Also wir haben schon 3 Minuten der Folge vertrödelt, ne? Geil. Na gut, glaub ein bisschen mehr. Ich habe den Timer wieder ein bisschen zu spät gestartet, aber scheiß der Hund drauf. So, er ist beigetreten. Können wir jetzt starten? Ja, wir brauchen 4. Mann. Doch Gaga. Voll Anus.
So, ich lade gerade nochmal ein, einfach. Alle Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten. Ich hätte gerade fast gespoilert. Inwiefern? Wegen Anus. Ja, wäre schlecht, wenn du spoilerst. Ja. Beschäftigt, beschäftigt, eingeladen, beschäftigt, eingeladen, eingeladen, eingeladen. Na kommt schon, irgendjemand wird da wohl noch beitreten hier. Das gibt doch nicht. Leute. Ja, es tretet jemand bei. Jawohl. Direkt starten, damit er nicht wieder verlassen kann. Na, so wie ich unser Glück kenne, werden wir beide nicht in einem Team landen. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Weiß ich auch nicht. Hat das bald, oder? Stimmt, Linder. Ich muss mich gerade zusammenreißen, dass ich mit dem Kopf auf dem Mikrofon klatsche. Batz. Mach mal. Nö. Mach mal. Nein. Mach mal. Da ist der Popschutz davor, es geht eh nicht. Mach mal. Hey, cool, wir sind in einem Team. Yay. Geh weg, mach mal. Nein. Bitte. Mann, nein. Mach mal. Nein, Alter. Komm schon, mach mal. Nein. Ist nicht. Warum auch immer wir zwei Teams sind, begib dich zum Aussichtspunkt. Lass bloß die Karre stehen. Ich dachte gerade, Noah will in meine Karre einsteigen. Kann er doch eigentlich, warte. Habe ich schon nichts dagegen, ey. Oh Gott, ich fahr schon wieder wie so eine besenkte Sau. Du bist eine Sau. Eine versenkte Sau. Wow, scheiße, ist die Karre am Ausbrechen. Also auf der Straße fährt sie sich ja gut, aber im Gelände nicht so gut, ey. Ach, fick dich doch, ey. Nee. Macht er nicht. Boah, Alter. Na, 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 wow. So. Werden wir mal schnippern hier. So wie immer halt. Wenn ich überhaupt irgendeinen Gegner sichte. Ja, da ist einer. Batz. Wo sind die anderen? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ein Wohnmobil wurde eingesammelt, wie das klingt. Au. Oh mein Gott. Oh, cool. Glück gehabt. Was fahren die Mongos? Was für Mongos? Au. Oh Gott, das ist einer auf dem Moped. Auf dem Moped. Oh, die hat jemand umgefahren gerade. Ja, ich. Du warst das. Mhm. Die hab ich umgemöbelt. So, der ist auch down, weil ich dem sein Motorrad in die Luft gejagt hab. Läuft. Ah gut, der hat auch das Wohnmobil. Hilft die Wohnmobile zum Ablieferpunkt zu bringen. Ich weiß gar nicht, warum die Mission so eine scheiß Bewertung hat. So kacke ist die gar nicht. Hatte, glaube ich, bloß paar 40%. Hm. Vielleicht haben die anderen das nicht geschissen gekriegt. Ja, keine Ahnung. So, ich werde mal den Stehner oder wie der heißt hier begleiten. Ja.
So, Feuerschutz. Ein bisschen Feuerschutz geben. Noah ist wieder alleine losgefahren. Au. Au, Arschloch. Wieso kommen hier keine Gegner? Irgendwie ist das merkwürdig. Ich glaube, der hat zu wenig Bewertung, weil der einfach zu einfach ist. So wie voll lame gerade hier. Die Öde, ne? Ja. Ist er. Alter, hat er dich gerade umgefahren? Okay, das war viel zu einfach. Yep. Das war ja schon langweilig. Deswegen hat die so schlechte Bewertung. Aber 11.000 Kohle gekriegt. Für nichts eigentlich. Ja. Cool, dann nochmal. Ich wollte sagen, dafür hat die eine gute Bewertung verdient. Eigentlich schon, ja. Ich kann gar nicht bewerten. Hä? Ich auch nicht. Komisch. Hm. Mach mal... Oh, korrupter Cop, das hatten wir erst vor kurzem. Aktualisieren. Wallautzen. Da 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 Boah. Hört doch noch was, ey. Ja, endlich. Wir hatten noch nicht bewertet, dieser Stämmer. Jetzt. Topfern? Nee, hat man schon. Hat man, ne? Mach mal hier, Aktualisation. Rauchverbot hatten wir auch schon. Ja. Dann, boah, was das denn? Keine Ahnung, hier, mach mal Rennen, Landwirtschaftsshow. Vielleicht gar keinen Bock auf ein Rennen, aber freier Modus auch schwul. GTA Online, willkommen im Glamour. Neue Luxus-Apartments zu verkaufen. Nicht Apartmente. Renntyp, Anzahl der Runden machen wir mal 3. Ah, es ist ein Motorradrennen. Ich habe gestern in einem Let's Play von jemandem Witz gehört. Habe ich übelst drüber gefeiert. Wer so, da wäre? Lass mal überlegen. Nicht, dass ich hier nachher verkehrt erzähle. Was bestellt Niki Lauda im Restaurant? Flammkuchen. Oh. Ich hab so gefeiert, ey. Fand ich mega lustig. So, ich lade einfach mal Leute ein. Warum macht so viele Witze über Niki Lauda? Ich versteh's nicht. Ich auch nicht. Ist mir total suspekt, ist mir das. Find's aber lustig irgendwie. So. Einladungen sind rausgeschickt. Cool, davon kenne ich niemanden. Hört das auch mal auf? Ninja Bradman LP. Okay. MMZ Swag. Eigentlich schon wegen dem Namen. Gehört ja nicht in die Sitzung. Gebannt auf Lebenszeit. Preppy Pick Rain. Touched Safe 258. Boah, ne, dieses Gewarte immer. Schrecklich, ja. Ey, das ist so schrecklich, ey. Boah, tritt wieder keiner bei, ey. Dann leck mich doch, dann starte ich einfach. Baby, haben sie Pech. Are you down, 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 die. Die. Dum, dadab, dab, dum, dadab, dab, dum, dadab, dab, dum.
Du hast ja gar kein eigenes Motorrad, ne? Jetzt schon unfair. Bisschen, ja. Na 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 na. Guten Tag, Alter, jetzt hat Noah gerade bei mir rumgeglitscht, also rumgebackt. Schon wieder, Alter, hör auf damit. Alter, jetzt fängt er an zu schubsen. Drecksack. Wow, fuck. Roger Kane ist dem Spiel beigetreten. Wie soll denn das funktionieren? Wir sind doch bloß drei. Achso, der Sitzung wahrscheinlich. Also, der allgemeinen Sitzung. Das kann sein, Alter. Wichser. Was denn? Scheiß Baum. Hast du den Baum gerade als Wichser bezeichnet? Ja. Wieso bezeichnest du einen Baum als Wichser? Wichser ist. Verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Das ist mir dezent zu hoch. Oh, das sind ja drei Runden, ey. Boah, fuck. Wieso habe ich drei Runden eingestellt? Yeah. Was bin ich denn für ein Assi? Ja, das ist schon ein Klappspaten, ey. Echt, ey. Nee, warte mal. Das bist du. Da hast du gerade irgendwas verdreht, ey. Siehst du, ich habe ganz vergessen, Fragen vorzulesen. Kann ich ja mal nebenbei machen. Was? Wenn ihr euch was wünschen könntet, was wäre das? Eine Nutte. Du hast jetzt nicht mitgerechnet, ne? Ich wusste, dass. Also, ich hab dir die Frage ja schon vorher erzählt, aber dass du das jetzt tatsächlich im LP raushaust, das hätte ich nicht gedacht. Boah, keine Ahnung, was wünsche ich mir? Wenn ich mir jetzt was wünschen würde, was zu essen, ich hab Mordshunger. Echt? Ja, Mann. Übelhunger, ich hab bloß gefrühstückt. Anus. Auch. Paniert. Vom Pferd? Vielleicht. Wie er sich freut. Ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus. Die Folge, ach die Folge. Die Frage war übrigens von Anna Trattler und da kommt auch schon die nächste. Und zwar, was sind eure Lieblingsfilme? Nein. Doch, hat sie gefragt. Ja, meine Antwort ist nein. Was? Au! Boah, was ist mein Lieblingsfilm? Oder Lieblingsfilme? Boah, keine Ahnung. Ich finde, wie hieß er denn? Ein etwas älterer Film, aber den fand ich richtig gut. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ey. Die DVD irgendwo rumstehen. Sehe sie gerade von Weitem? Nö, scheiße. Ach, Dogma hieß der Film. Den finde ich richtig gut. So wie was zum Lachen. Was denn noch? Auch ein uralter Film, So High. Finde ich auch richtig nice. Auch wenn ich wieder etwas zum Lachen. Dann den Film Gamer, den finde ich nicht schlecht. Ist ein Actionfilm. Ja, ansonsten, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Ich könnte, wenn man mir jetzt einen Filmnamen nennt, den ich kenne, könnte ich darüber erzählen. Ob der mir gefallen hat oder nicht, oder was mir daran gefallen hat und, oder was nicht. Und dies und das, Ananas, aber so einen Lieblingsfilm habe ich eigentlich nicht. Ach, und welchen Film ich auch richtig geil finde, den ich mir immer wieder reinziehe, wenn er im Fernsehen kommt, The Book of Eli, den finde ich auch richtig nice. Das ist ein richtig guter Film. Wohl ein Film, wo ich richtig abgelacht habe, war Halbbrüder war das, glaube ich.
Halbbrüder? Ja, ich weiß nicht, irgendwas mit Geschwister halt. Sind so zwei Brüder. Und dass die zusammengewachsen sind, oder was? Nee, Stiefbrüder. Stiefbrüder hieß der Film, glaube ich. Okay. Step Brothers. Irgendwie sowas. Ja. Da habe ich mich auf jeden Fall übelst weggeschmissen und hier die Hangover. Ah, ficken. Die Hangover-Reihe auf jeden Fall. Da fand ich nur den ersten Teil richtig gut. Den zweiten, muss ich sagen, der ging und der dritte, den fand ich nicht so toll. Ja, der dritte war scheiße. Ja. Der war echt lame. Da fand ich die Szene, wo der Dicke das Speedboot fährt. Die stranden auf dem Land. Mhm. Und das Geilste, was er macht, ist, er wirft dann noch den Enterhaken raus, also den Anker. Hab ich so übelst abgefeiert. So, dann, was hätte man noch? Dann ist noch eine Frage von Luna Live. Thomas. Ja, okay. Wer ist dir, in Klammern derzeit, der wichtigste Mensch in deinem Leben? Waffstyle. Klappspaten. Nee, keine Ahnung. Also so, ja, ist halt zurzeit so. Weiß ich nicht, ich habe mit dir am meisten Kontakt zurzeit. Oh. Und ja, ich habe zwar auf gute Kumpels und so, aber da ist jetzt keiner irgendwie, wo ich sage, der ist mir gerade so wichtig. Zwar noch ein paar gute Freundinnen und so und beste Freundin und bla, aber da gibt's welche, die haben sich ewig nicht gemeldet oder an die kommt man auch kaum ran, kontaktmäßig. Deswegen, boah, nee, Klappspaten, eindeutig. Jetzt wäre ich gerade bei WhatsApp zugespammt. Wehe, genau jetzt in diesem Moment meldet sich eine der besten Freundinnen, dann dreh ich durch. Ich guck auch nicht nach. Aber ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Ja, das ist schlimm heute mit dem Aufnehmen. Dann würde ich sagen, ein neues Motorrad kaufen, damit ich beim nächsten Motorradrennen auch mal eine Schnitte habe. Jo. Gut, Leute. Dann danke ich euch fürs Reinschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten GTA-Folge wieder. Macht's gut und macht euch noch einen schönen Tag, ne? Tschüss.